Heute schauen wir uns einen weiteren Aspekt von Saugrobotern an. Aktiviert die Glocke. Dieses Video wird euch von About präsentiert. Denn es ist ja auch schon ein Meme geworden, dass ich als ADHS-Person Saugroboter extrem feiere und ohne sie auch ehrlich gesagt niemals einen Haushalt führen könnte. Und es ist auch ein Meme, dass Saugroboter die finanzielle Stütze von Wissensvideos hier sind. Warum nicht? Ich meine, die Technik ist ja auch unglaublich spannend und deshalb hat mir About ihren About A8 Plus zugesendet, damit ich ihn mir mal genauer anschauen kann. Wie so ein Saugroboter ungefähr funktioniert, habe ich mir ja schon angeschaut. Aber im Verlaufe der Jahre kommen halt auch immer wieder neue Features dazu, wie zum Beispiel die Saugstation, die zum About A8 Plus gehört. Das ist das Plus. Die Saugstation ist das Plus. Dort wird er dann sowohl aufgeladen als auch abgesaugt, was, wie ich schon mal erwähnte, den großen Vorteil bringt, dass der Saugroboter immer seine volle Performance bringen kann, da der Behälter im Sauger immer wieder recht leer bleibt. Und ja, er saugt selbstverständlich auch alles sehr zufriedenstellend auf. Und ja, Saugroboter können heutzutage sogar Dinge aufsaugen. Was für eine Technik! Und man muss sich auch echt nicht oft um das Auslesen des Behälters kümmern und der Tower des A8 Plus arbeitet sogar mit üblichen Staubsaugerbeuteln, was das Wechseln von Filtern unnötig macht. Weil der Beutel der Filter ist und den muss man dann eigentlich auch nur so circa alle 30 Tage wechseln. Aber was mich hier eigentlich am meisten interessiert ist, wie der Saugroboter eigentlich seine Saugstation finden kann. Woher weiß er, wo er hin muss, egal wo er sich in der Wohnung befindet? Also an sich arbeitet der Roboter mit circa 30 smarten Sensoren, die dem Roboter dann Input geben, sodass dann die große If-This-Then-That-Reaktion, aka KI, diesen Input verarbeiten kann. Wir haben dieses Metall zum Denken gebracht. Und so hat der Roboter zum Beispiel 2 Linienlaser, um überhaupt nicht erst in Objekte zu stoßen. Und verbessert werden diese Umstände dann durch das Erstellen einer Raumkarte. Und ein Objekt, in das er liebend gerne stößt, ist natürlich eben die Saugstation. Deren Position kann er durch ein Bluetooth-Signal abfragen und kennt dadurch auch schon mal ihre grobe Position und kann den Weg zu ihr berechnen. Diese Position ist dann ebenfalls auch in der Karte eingetragen. Dieses Metall denkt wirklich. Und die effizientesten Reinigungswege werden im Übrigen ebenfalls berechnet, was ihn deutlich mehr Zeit und somit auch Energie sparen lässt. Und ist er dann bei ihr angekommen, sucht er nach den Infrarotsignalen, die die Station mit Infrarot-LEDs aussendet. Das ermöglicht dann die feine Orientierung. Und eine ähnliche Technik hat auch damals die Sensorleiste der Wii und die Wii-Fernbedienung benutzt. Ihr habt euch doch sicher auch schon immer gefragt, wie das mit dem Cursor eigentlich funktionieren soll. Und wenn er echt so gut ist, die Station zu finden, will ich auch noch ein kleines Experiment machen, weshalb ich jetzt dieses Labyrinth hier aufgebaut habe. Und wir schauen jetzt einfach, wie sich der Roboter in diesem schlägt. Okay, wenn dieser Roboter den Raum wirklich kennt, wird er ziemlich einfach seine Station finden. Die ist aber in einem Labyrinth versteckt. Bedeutet, hier kann er einmal falsch abbiegen, hier kommt er ja nicht durch. Hier ist dann der richtige Weg, wo er aber wieder falsch abbiegen kann. Dann kann er einmal auch hier in diesen größeren Raum falsch abbiegen. Und dann hier ebenfalls nochmal. Und dann kann er auch so langsam ins Ziel finden, aber auch nur, wenn er um die Ecke sehen kann. Bedeutet, ich lasse ihn auch jetzt erstmal im Labyrinth saugen, damit er auch für dieses eine Raumkarte erstellt und sich später in diesem orientieren kann. Und wenn er es dann, ohne einmal falsch abzubiegen, sofort in die Station schafft, wissen wir, dass die Technik funktioniert. Okay, jetzt scheint er einmal den ganzen Rand abgefahren zu haben. Das improvisierte Labyrinth steht noch. Und wenn er es jetzt einmal durchgesaugt hat, startet das eigentliche Experiment. Okay, er startet. Es wurde gerade die Reinigung beendet. Er hat jetzt eine Karte des Raumes. Hier könnte er falsch abbiegen, hat er aber nicht gemacht. Auch hier könnte er zu mir. Nein. Ah, perfekt. Oh mein Gott. Das ist so satisfying zu sehen. Was machst du jetzt? Hier ist die Station. Thank you.
Ich fass es nicht. Wir haben dieses Metall wirklich zum Denken gebracht. Okay, to be fair, auf den ersten Versuch schafft es der Roboter tatsächlich nur, wenn er gerade direkt gesaugt hat. Denn jetzt ist er wieder hier hinten gelandet. Und von da hatte ich ihn gestartet. Und danke nochmal an Abode für das Sponsern von Wissenscontent auf YouTube. Wenn euch ihre Produkte interessieren oder generell Saugroboter, dann findet ihr sie natürlich auch auf Amazon. Aber ihr könnt auch den obersten Link in der Beschreibung anklicken. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Techtastisch, wenn dir sowas gefällt. Und was passiert, wenn man 209 Volt Blockbatterien aneinander schließt? Es ist tödlich, habe ich in diesem Video hier gezeigt.